Bezüglich der Mahnwache hier in Düsseldorf und bundesweit, wie Sie dazu stehen, da Sie ja von der traditionellen Friedensbewegung kommen, ob wir da Kooperationen starten können oder wie das in Zukunft weitergeht mit den beiden Bewegungen. Also ich glaube, wir sind das beste Beweis hier in Düsseldorf dafür, dass Kooperationen notwendig, sinnvoll und auszubauen sind. Es gibt eine Friedensbewegung und die kann sich ganz viele Adjektive geben, von mir aus rote, grüne, bunte, alte, neue. Wir haben ein Ziel und das ist mehr bedroht als je in den letzten 20 Jahren, das ist den Frieden sicherer zu machen und das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, zu einem Ende zu bringen. Wir brauchen die Kooperation, wir werden alles tun, diese Kooperation auszubauen, jedenfalls soweit ich das Einfluss nehmen kann. Wir haben, glaube ich, auch am Samstag eine sehr, sehr schöne Veranstaltung dafür gehabt, wo wir uns noch näher kennengelernt haben. Ich glaube, Kennenlernen ist ganz, ganz wichtig zurzeit. Also wir müssen Vertrauen zueinander fassen, merken, dass wir alle doch irgendwo an einem gleichen Strang ziehen. Das sollten wir weiter ausbauen. Und wir brauchen mit dieser gemeinsamen Friedensbewegung, das sind einfach die Lessons learned, die wir alle wieder lernen müssen. Ihr müsst sie ja auch lernen. Nach den letzten Monaten merkt ihr ja auch ein Abflauen, was ich durchaus für natürlich halte, finde ich. Aber wir müssen lernen, wie wir es gemeinsam, wir müssen entwickeln, wie wir es gemeinsam schaffen, Menschen mehr zu mobilisieren, wieder auf die Straße zu bringen, sie zu engagieren. Das sind die großen Herausforderungen, die kann keiner mehr alleine lösen. Wer das glaubt, spinnt, den werden wir stellen. Und wir haben ja auch am 11. Oktober die Aktionskonferenz in Hannover, wo wir mal gemeinsam, und es ist unsere erste gemeinsame Aktionskonferenz, wo wir mindestens zusammen in einem Raum diskutieren werden, gucken, dass wir da weitere Lösungen finden. Ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind und den sollten wir versuchen, die nächsten Wochen weiterzugehen. Wir brauchen mehr Aktionen auf der Straße. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und dafür müssen wir alles tun, das hinzubekommen. Und weder alt oder neu, ist mir ganz egal, traditionell oder nicht traditionell, wir haben eine gemeinsame Verantwortung und der müssen wir uns stellen.